Ja, gutes Thema, siegreich leben lernen, ist einfach immer wieder, Christen haben einen fruchtbaren Herzensboden. So sollte es mal sein, dass wir alle einen fruchtbaren Herzensboden bekommen oder dass wir uns einen fruchtbaren Herzensboden schenken lassen. Ja? Jesus sagt uns was Markantes in der Weinstockgeschichte von Johannes 15, Vers 16. Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Ja? Dazu sind wir als Gottes Kinder gesetzt und berufen, dass wir hingehen und Frucht bringen und dass unsere Frucht noch bis in den Himmel reicht und wir dort unseren Lohn empfangen. Ja? So ist es einfach, wenn wir uns dann mal die Weinstockgeschichte genauer ansehen, in Johannes Kapitel 15, ja, dort wird es einfach beschrieben, das ist eine wunderbare Geschichte, wo wir uns einfach auch dran wiedererkennen und erkennen auch, wie in unser Leben Frucht hineinkommt. Ja. Frucht entsteht aus einer Beziehung mit Jesus Christus. Ja. Eine Liebesbeziehung zu ihm, dass wir in ihm bleiben und auch seine Worte in uns bleiben. Diese Weinstockgeschichte fängt so an, Johannes 15, Vers 1. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ja? Bleibet in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ja? Das ist die Voraussetzung, dass wir Frucht bringen. Ja? Wenn wir in Jesus bleiben und seine Worte in uns bleiben, dann ist die Voraussetzung geschaffen. Okay? Um Jesu Heil zu empfangen, ist es ja mal wichtig, dass man ihn in sein Herz aufnimmt und dass man erkennt, ich brauche diesen Heiland, ich brauche diesen Retter. Jesus, komm in mein Leben, ich will dich in mein Leben einladen. Du darfst mein Herr sein, ja. Du darfst mich lenken und führen. Und Dankbarkeit ist ja auch ein Schlüssel, auch um dieses Heil zu empfangen. Wenn ich anfange, Gott zu danken für alles, was er Gutes in mein Leben hineingeführt hat, dann ist uns die Verheißung auch gewährt, dass wir das Heil finden werden. Ja. Zuerst mal Gott erkennen in seiner Majestät, in seiner Schöpfung, in dem, was er Gutes für uns getan hat. Ja? Dieser Psalm 50, 23 gibt uns so Aufschluss darüber. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Ja? Das ist schon mal grundlegend wichtig. Ich denke, ein dankbares Herz empfängt Erkenntnis und Einsichten über die Wahrheiten und die Existenz Gottes. Und Dankbarkeit führt uns auch zur Zufriedenheit. Zufriedenheit fließt in unser Herz, wenn wir anfangen, Gott zu danken. Zufriedenheit, ja, ist ja auch ein großer Reichtum. Und wenn wir diese Zufriedenheit von Gott bekommen, dann ist das mehr wert wie materieller Reichtum. Ja? Und meistens Menschen, die viel materiell haben, haben aber nicht diese Dankbarkeit, dann kommen sie auch nicht hinein in diese Zufriedenheit. Ja? Darum, lass dir einfach immer wieder Dankbarkeit schenken. Dankbarkeit ist ein Schlüssel und macht eigentlich auch wirklich reich. Wenn wir dann weitergehen in der Weinstockgeschichte, hier in Vers 5 bis 7, sagt Jesus uns: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt,
der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Und dann kommt diese starke Glaubensverheißung in Vers 7. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ja? Also das ist ganz stark, ja? Wenn der Weingärtner, der als der himmlische Vater bezeichnet ist, ja? Wenn der an dem Weinstock arbeitet, dann beschneidet er auch die Reben. Ja, wenn wir als Reben dargestellt sind, müssen wir uns auch von dem himmlischen Vater beschneiden lassen. Ja? Wen der Vater im Himmel liebt, den erzieht er. Ja? Dem gibt er Anweisungen, den korrigiert er. Und so ist es auch mit einer Rebe. Wenn sie beschnitten wird, dann kann sie mehr Frucht bringen. Ja? Wenn sie so eine Rebe, wenn sie ein bisschen Weinstock auskennt, die Reben, die werden oftmals noch gebogen und unten wieder am Weinstock verbunden. Ja? Und durch die Biegung und durch, dass sie nochmal am Weinstock verbunden sind, bringen sie noch mehr Frucht. Ja? Sie bringen noch mehr Trauben hervor, sie bringen noch mehr Frucht hervor. Und so ist es gut, wenn wir den Weingärtner an uns arbeiten lassen. Ja? Und am Weinstock bleiben, verbunden am Weinstock, eng am Weinstock dran. Jesus Christus, so ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Ja, und das ist doch eine Riesenverheißung. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, wenn ihr im Sinne Gottes bittet, wenn ihr von der Beaufschlagung des Heiligen Geistes bittet, wenn ihr in seinem Sinne, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wenn ihr das Verlangen habt, dass Gottes Reich Wachstum erfährt, ja. So heißt es auch im Psalm 1, 1 bis 3, ja, dort werden wir auch herausgefordert. Christen sind mit Christus verwurzelt und verbunden. Sie leben nicht unabhängig, sie leben und bleiben in seiner Verbindung. Ja? Glücklich ist, wer nicht dem Rat der gottlosen Menschen folgt. Oft gibt es das Problem, dass man Menschen folgt, sich auf Menschen verlässt oder Menschenfurcht hat und man lebt menschengefällig. Ja? Wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, ja. Mit solchen Menschen soll man auch nicht Gemeinschaft suchen, ja. Oft denkt man, ja, wenn die lange genug mit mir zusammen sind, dann werden sie das vielleicht ablegen, ja. Aber wenn ein Mensch immer lästert und spottet, dann lass ihn stehen. Geh weiter und such einen Menschen, der ein offenes Ohr hat, ja. Sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Das ist eine Verheißung, wenn wir wirklich wie am Weinstock mit Jesus verbunden sind, unser Wasser ziehen aus der Wahrheit des Wortes Gottes, wenn meine Worte in euch bleiben, ja, dann kommt Frucht Jahr für Jahr. Dann kommt Frucht in unser Leben und er begleitet uns mit seiner wunderbaren Frucht. Aber heute bei diesem Predigt geht es mir hauptsächlich darum, um dieses Gleichnis vom Sämann. Das war jetzt einleitend, ja. Das Gleichnis vom Sämann wollen wir uns jetzt mal anschauen. Was lehrt Jesus uns im Gleichnis vom Sämann? Das steht in Matthäus Kapitel 13, ja. Und wenn wir da mal genau reingehen, dann können wir sehr viel darüber lernen, wie wir auch Frucht in unser Leben hineinbekommen. Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ja, das erste war, ja, ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen.
als er die Körner ausgestreut hatte, fielen ein paar, und dann beschreibt er so vier Böden oder vier Herzenshaltungen oder Herzensböden, ja. Unser Thema ist ja, Christen haben einen fruchtbaren Herzensboden, okay? Ja, also warum redet Jesus in Gleichnissen? Das müssen wir wissen. Ja, und interessanterweise in diesem Kapitel über den Sämann erklärt er uns das, warum er in Gleichnissen spricht. Ja, das ziehe ich mal ein bisschen vor. Ja, das ist nämlich gut, damit wir wissen, warum Jesus in Gleichnissen redet. Matthäus 13, 10 bis 12. Später kamen seine Jünger und fragten ihn: Weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines himmlischen Reiches verstehen. Den anderen sind sie verborgen. Wer diese Geheimnisse begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen, bis er überreich damit beschenkt ist. Doch wer kein Verständnis dafür hat, dem wird selbst das Wenige, was er hat, noch genommen werden. Ja? Interessant, ja, was Jesus hier sagt. Weiter in 13 und 14 sagt er: Deshalb rede ich in Gleichnisse, denn die Menschen sehen, was ich tue, und sehen doch nicht. Und das kann man heute so viel beobachten. Ja, sie wissen von Jesus, aber sie begreifen es doch nicht. Ja, sie hören, was ich sage, und hören und begreifen es doch nicht. Damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Schon im Buch des Propheten wurde gesagt: Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Ja? Darum redet Jesus in Gleichnissen. Ja? Und uns ist es geschenkt, okay? Uns ist es geschenkt, damit wir es verstehen können, was Jesus sagt. Ja? In Epheser 1,18 heißt es: Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Ja? Wir brauchen als Christen geöffnete Augen des Herzens, damit wir offen sind für die Botschaft und das Wort Gottes. Ja? Geöffnete Herzen empfangen, geöffnete Herzen sind wie die Bäume, gepflanzt an den Wasserbächen, sie ziehen sich ihre Kraft aus dem Wort Gottes. Ja? Und es heißt so schön hier in Philipper 4,13, ja, ich habe es auch auf meinem T-Shirt stehen, auf Englisch: Ja, alles ist mir möglich durch Christus, der mir Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich, ja, durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich zum Leben brauche. Ja? Früher haben die Boxers auf den Hosen draufstehen, die gläubig waren, ja, damit sie noch eine besondere Kraft bekommen, um zu kämpfen. Ja, Oldfield, glaube ich, hat es immer auf seiner Hose stehen gehabt, der auch mehrmals Weltmeister wurde, im Schwergewicht. Ja. Aber es ist eine besondere Kraft, die durch Gottes Wort kommt. Sie sind verwurzelt, ja. Sie sind am Weinstock, sie sind eng verbunden, okay? Ja. Und das ist gut, und das ist ein Riesenvorrecht, wenn wir dann wirklich auch mit ihm verbunden sind. Ja? Weiter sagt Jesus über die Erklärung, warum er in Gleichnissen redet: Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Ich glaube, das ist das größte Problem heute unter den Menschen. Sie sind gleichgültig. Ja? Sie sind gleichgültig. Ja, ihr mit eurem Jesus, ja, was soll ich das auch noch wollen? Ja, ich habe doch genug zu tun, ne? Genug um die Ohren, ja? Sie sind hart und gleichgültig, sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen, ja? Also Jesus betrauert das. Er würde ihnen so gern helfen. Er würde ihnen so gern das Leben geben. Denn er ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Ja? Aber ihr könnt euch glücklich schätzen.
Die, die es dann wollen und die es verstehen, ja? Ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren, ja, sie hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, hätten gern gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da, ja? Also viele Propheten haben sich nach dem Messias gesehnt, nach dem Retter, dem Heiland, ja? Sie haben auf ihn erwartet, ja? Sie haben ihn schon im Herzen gehabt und waren schon vorbereitet. Und ihnen war es jetzt, ja, gegeben, das zu sehen. Seine Jünger, alle, die ihm nachfolgten, ja, war es gewährt, ihn zu sehen und ihn zu verstehen. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gleichnis. Ja. Was sagt denn Jesus hier von diesem Gleichnis mit dem Sämann? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Diese vier verschiedenen Böden, ja, die schauen wir uns jetzt mal an. Was liegt darin vor? Was erklärt uns Jesus hier? Ja? Worauf geht er hier ein? Erstens mal ist der Same auf dem Weg. Also Jesus sagt, was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu säen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Und sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Ja? Also das ist der erste Herzensboden. Und etwas später erklärt ja Jesus diesen Herzensboden. Später in Matthäus 13, 18 und 19. Ja? Also ich gebe uns jetzt das, was Jesus über den Weg sagt, und ich gebe uns die Erklärung weiter. Jesus gibt ja nicht immer Erklärungen in seinen Gleichnissen. Aber in diesen Gleichnissen gibt er die Erklärung dazu. Darum setze ich die Erklärung in Verbindung auch mit diesem, ja, mit diesem Boden, den er beschreibt. Ja? Also über den Weg, über die Saat, die an den Weg gestreut ist, sagt er die Deutung des Gleichnisses vom Sämann. So hört nun ihn dies Gleichnis von dem Sämann. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse, ja, der Teufel, der Widersacher, der Diabolos, der kommt und reißt es weg, ja, reißt es hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist, ja. Also, wenn der Feind da wirklich kommt und reißt das weg, ja, der Böse reißt hinweg, was Gutes ins Herz gesät ist. Also ich sage ja auch immer, nur die Harten kommen in den Garten und die bereit sind, diesen Feind, diesen Widersacher zu überwinden. Ja? Wie die erste Gemeinde, sie überwand durch des Lammes Blut diesen Widersacher durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Steht in Offenbarung 12, Vers 11. Ja? Diesen Feind müssen wir überwinden. Ja? Es ist ganz wichtig und der Heilige Geist hilft uns dabei. Jakobus sagt in Jakobus 4, 7 und 8, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja? Entlarvt ihn, entlarvt seine Angriffsmethode, erkennt, wie er kommt und überwindet ihn durch das Wort Gottes, durch das, dass seine Worte in uns leben. Das ist so wichtig, ja? Dass wir da verwurzelt sind. Sein Wort lebt in uns und er bleibt in uns. Und dadurch überwinden wir den Feind. Jakobus sagt in 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir Gott suchen, ja, die Gott suchen von ganzem Herzen, von denen wird er sich finden lassen. Ja? Und da ist immer dieses Nahen zu Gott. Ich suche ihn in seinem Wort. Ich suche ihn im Gebet. Ich lade ihn ein in mein Leben. Ich habe bewusste Gemeinschaft mit ihm. Und dadurch bin ich verwurzelt mit ihm. Und dann kommt automatisch Frucht in mein Leben. Ja? Und dieser Same auf dem Weg, der wird vom Teufel weggerissen. Ja? Und da müssen wir uns selbst prüfen. Also diese Herzensböden sind auch dazu da, damit wir unsere Herzenshaltungen prüfen. Ja? Habe ich vielleicht einen Boden, ja, wenn der Teufel kommt,
Komme ich dann ins Zweifeln? Komme ich dann ins Schwanken und ins Schlingern? Ja? Und da müssen wir uns selbst fragen und überprüfen. Ja? Also jetzt kommen wir zum zweiten Herzensboden. Ja? Der felsige Boden. Ja, man kann auch vielleicht sagen, die harten Herzen. Was Jesus uns hier beschreibt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Schön beschrieben hier in der Hoffnung für alle Übersetzung. Das kann man sich so schön vorstellen. Wir wissen, wenn man die Blumen begießen, ja, die Pflänzchen, die so frisch rauskommen, wenn die keine Sonne bekommen und kein Wasser, dann verwelken sie, dann lassen sie die Köpfe hängen. Ja? Die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wie schön, dass Jesus uns das erklärt, was er hier meint, ja? Das finden wir in Vers 20 und 21, die Erklärung hier dieses felsigen Bodens. Er sagt hier, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört, es gleich mit Freuden aufnimmt. Ja, das ist es, ja, das ist es, das ist die Wahrheit. Ja, ist begeistert. Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendig. Wetterwendig. Ja? Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Interessant. Ja? Wenn da Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann lässt man den Glauben. Dann lässt man das an Jesus zu bleiben. Dann lässt man es, die Bibel zu lesen. Ja? Und das ist oftmals ein Problem. Wie tief sind deine Wurzeln? Wie tief bist du an ihm dran? Ja? Und dieses Wetterwendig, wir sollen ja auch keine Gefühlschristen sein. Ja? Gefühle sind schwankend und wankend. Heute sind wir gut drauf und haben auch noch gute Gefühle. Sind wir happy-clappy und dann schaffen wir es auch zu beten und auch mal die Bibel zu nehmen, ja. Morgen sind wir schlecht drauf und dann lassen wir das, ja. Dann sind wir einfach, hängen wir durch. Aber wir haben ja auch dieses schöne Schild von morgen bekommen, ja. Hinfallen ist nicht das Problem. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, ja. Hinfallen ist nicht das Problem, aber wir müssen immer wieder aufstehen. Dranbleiben, weitergehen, nicht aufgeben, ja. Also Gefühle sind schwankend und wankend und sie verleiten uns, ja. Und das Problem hier war einfach keine Wurzel. Ja, wetterwendig entsteht, wenn Verfolgung, Bedrängnisse kommen, dann kommt der Abfall. Und das ist ein Riesenproblem. Epheser 4,14 sagt uns, ja, über dieses wetterwendig oder wie die Fahne im Wind, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umtreiben lassen. Durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Ja? Dann kriegt man irgendeine andere Lehre, ja, irgendwie etwas, was sich auch gut anhört, ja, was vielleicht nicht so Christus in sich hat. Hört sich vielleicht gut an, allgemeiner Gott. Ja? Oder eine Esoterik-Lehre. Hört sich vieles gut an, aber weist nicht auf Christus hin, der als Retter und Erlöser für uns ans Kreuz ging. Ja? Darum, prüfe dein Herz, ob es wirklich nicht auf felsigen Boden gelandet ist, die gute Saat. Prüfe dein Herz, ob du in Bedrängnis und Verfolgung noch standhaft bleibst. Ja? Ob du fest im Glauben hältst. Jetzt schauen wir uns den dritten Boden an. Ja, die Saat fällt unter die Dornen. Ja? Jesus erklärt uns hier, wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert und dass sie schließlich erstickte. Ja?
Also wenn du Samen, ich merke das beim Grassamen, wenn ich die bei mir unter die Bäume da werfe, ja, weil wo die Bienen da stehen, ja, da kommt einfach keine Saat auf. Ja. Da ist, irgendwie kommt so wenig Licht dahin, ja, und dieser Grassamen geht nicht auf. Und ähnlich ist es hier mit den Körnern unter den Dornen. Ja, was sagt Jesus uns über die Körner unter den Dornen? In Vers 22 gibt er uns die Erklärung, Kapitel 13, Matthäus. Ja? Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ja? Das Bild gefällt mir so gut. Viele Menschen sind so, ja, die Karriere-Denken haben, Geld machen, noch mehr, dass mir noch mehr gegeben ist, ja, sie jagen dem Geld nach, ja. Und Jesus zeigt das hier an, das ist die Saat, die unter die Dornen fällt, ja. Oftmals ist es Gier oder auch Sorge, ja, schaffe ich es, komme ich durch, habe ich genug für mein Rentenalter, ja. Irgendwie muss ich es noch schaffen, mehr Geld zu machen. Aber lass dir sagen, das Totenhemd hat keine Taschen. Ja? Und wenn wir mal in dieses Loch fallen, dann ist es egal, wie viel Geld du gemacht hast, wie viel Karriere du gemacht hast, wie viele Medaillen du errungen hast, ja? Ob du dir ein paar goldene Uhren da kaufen konntest oder was auch immer, ja? Oder ein Haus, ein Boot oder ein Schiff, ja? Spielt keine Rolle mehr. Ja? Lasst uns nicht dem Geld nachjagen. Lasst uns nicht der Karriere mit aller Gewalt nachjagen, dass wir rechts und links alles aus dem Weg räumen, was meiner Karriere da einfach im Weg steht. Ja? Viele sind da skrupellos und denken nur an sich, meiner mich. Und Jesus stellt das einfach dar, als dass die Saat unter die Dornen fällt. Ja? Interessant, interessant. Ja? Und da müssen wir einfach aufpassen. Ja, auch Sorge. Sorgen. Der Teufel will uns ja die Sorgen von morgen, übermorgen und der nächste Woche schon aufs Herz legen. Dass sich alles um unsere Sorgen herum bewegt. Ja? Aber in 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja? Jesus will unsere Sorgen. Ja, er sagt auch in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, wunderbare Einladung, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, ich will euch erquicken, damit ihr Ruhe findet in euren Seelen. Sorgen zu Jesus kommen, auf ihn werfen. Und dann hat er ein wunderbares Joch, das sanft ist und das leicht ist, weil er eingejocht ist mit uns. Er geht mit uns, er zieht den Karren und er geht uns voran. Wenn wir dann mit ihm verbunden sind, verwurzelt sind. Also das waren die drei negativen Herzensböden. Jetzt kommen wir zu dem vierten Herzensboden und der ist endlich fruchtbar. Endlich ist er fruchtbar. Und ich habe jetzt gesagt am Anfang, Christen haben fruchtbare Herzensböden. Ja? Sie lassen sich nicht beschleichen von den negativen Einflüssen dieser Welt und den Angeboten des Teufels und all dem, was uns wegreißen will. Der fruchtbare Boden, ja, über den sagt Jesus Folgendes. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 160- oder 30-fache der Aussaat als Ertrag. Ja? Und das wollen wir ja, dass das Wort in uns Herzen aufgeht und Frucht trägt, ja? Dass wir 30, 60, 100-fache Frucht bringen. Dann sagt er noch, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Ja? Es ist also ein Unterschied, ob ich höre und auf Durchzug stelle, hier rein, da raus, hab's gehört, ja, aber nichts für mich. Ja? Oder ob ich es wirklich hier diese 40 cm oder 30 cm vom Kopf ins Herz, die tiefste Strecke eines Christen, ja? Und da muss es rein, hier ins Herz. Nicht nur als Wissen, sondern ins Herz. Und dann tue ich es. Und da fängt der Glaube echt an. Das ist der fruchtbare Boden, wenn ich es anfange zu tun. Ich gehorche dir, Herr Jesus. Ja?
Es ist so stark, ja. Und dann gibt er die Auslegung in Vers 23, okay? Vers 23 sagt Jesus uns über diesen fruchtbaren Boden, bei dem aber auf gutes Land gesät ist. Das ist, der das Wort hört, versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach Frucht. Wichtig ist, dass sich die Frucht verdoppelt. Wie in einem Korn, man sät ein Korn und dann kommen da ganz viele Weizenkörner dran. 30, 40, ich weiß gar nicht genau wie viele, ja, kommen aus einem Korn. Und das, dieses Bild benutzt Jesus, ja, wenn wir säen und es kommt viel mehr hervor. Und das ist so wichtig, ja, mit unserem Glaube. Glaube ist ja, dass ich Gottes Wort höre, Jesus sagt hören, ja, es verstehen, ja, dass ich es höre, dass ich es verstehe, ich darüber nachsinne, wie es heißt in Psalm 1, Tag und Nacht, so wird es seine Frucht bringen. Ja? Und wenn ich es dann tue, dort fängt der Glaube an. Wenn ich es anwende, was ich Gutes gehört habe, dann kommt diese 30, 60, 100-fache Frucht und das will der Herr von uns. Ja? Dieser fruchtbare Boden sucht er in uns, wie es ja in Johannes 15, Vers 16 heißt. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja, das ist unsere Bestimmung, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir suchen. Ja, und das wollen wir wirklich von ganzem Herzen, diese Frucht. Okay? Jeder hat irgendwo Gaben und Talente. Und es ist gut, wenn wir diese Gaben und Talente Gott zur Verfügung stellen. Ja? Du hast mich begabt, du hast mir Talente und Gaben gegeben und ich will sie zu deiner Ehre anwenden. Ja, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Gebt es Jesus zur Verfügung und er kann es vervielfältigen. Ja? Also hier Petrus 4, 9 und 10 heißt es ja, seid untereinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander als gute Verwalter oder andere Besetzungen sagen, als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Jeder hat Gaben empfangen. Ja? Jeder hat spezifische Gaben und Talente. Ja? Was du kannst, das kann ein anderer nicht. Oder die Möglichkeiten, die du hast, auch an Menschen zu wirken, die hat ein anderer nicht. Ja? Und das, was du als Ausbildung hast, ja, das ist auch spezifisch für dich. Und wende es zur Ehre Gottes an und stelle es Gott zur Verfügung, damit er es vervielfältigen kann. Ja, wie der kleine Junge, ja, bei der großen Brotvermehrung, ja, er gab Gott 5 Brote und 2 Fische oder 3 Fische, ja? 2. Okay, aber er gab es Jesus und Jesus hat es genommen, ja, er hat das genommen, was da war, was der Junge ihm gegeben hat und er hat es vervielfältigt, ja, und wie viele Leute wurden satt? 5.000, ja? Ohne Männer und Frauen. Ohne Männer und Frauen. Dann waren es vielleicht 10. Ja? Ohne Männer, ohne Frauen und Kinder, ja? Dann waren es vielleicht 10, 12, 13.000, die Jesus mit diesen 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Ja? Das ist doch gewaltig. Und so dürfen wir Jesus bringen, was wir haben. Und er macht da was daraus. Wenn wir es ihm zur Verfügung geben, ja? Kann er Großes daraus machen. Und wir müssen uns jetzt selbst fragen, welchen Herzensboden habe ich, wo beschleicht es mich, wo fällt das Wort Gottes irgendwo auf einen Samen, der nicht gut ist. Ja? So müssen wir uns selbst prüfen. Aber ich will noch dafür beten, dass wir den fruchtbaren Herzensboden haben. Dass der Same da fällt und wir glauben dran, wir nehmen es, wir sinnen drüber nach und wir tun es. Wir wenden es an, wir wenden die Gaben an, wir wenden die Talente an, zur Ehre Gottes. Ja? Wie heute der Infostand, hat mich so gefreut, dass wir da stehen als Freie Christengemeinde Merz in der Fußgängerzone, um einfach für Jesus zu stehen, für ihn zu gehen, für ihn Botschaft zu sein.
dass die Menschen einen Ansprechpunkt haben. Das ist so ein guter Dienst, Sabine. Bleib mal da dran. Ja? Alle unterstützt da, helft mit. Ja, wenn da einer dazukommt, dann ist es schon eine Ermutigung, eine Unterstützung. Und das ist so gut, wenn dieser Dienst geschieht, weil die Menschen brauchen den Heiland und das Evangelium. Ich will jetzt beten, dass Gott uns den richtigen Herzensboden schenkt. Ja, wenn du willst, kannst du dazu aufstehen. Ja? Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns den rechten Herzensboden schenkst, Herr. Wir wollen unsere Herzen öffnen, damit der gute Samen des Wort Gottes hineinfällt und dass er dort Frucht trägt. 30, 60, 100-fach. Und dass der Teufel nicht kommt und die gute Saat wegnimmt. Dass wir immer wieder auch dem Teufel widerstehen und ihn entlarven in seiner Angriffsmethode und ihm unser Herz nicht in Zweifel kommen lassen, Herr, und in Unglaube kommen lassen. Bewahre uns davor, Herr. Bewahre uns auch vor felsigem Boden, wenn Bedrängnis oder Verfolgung kommt, Herr, dass wir dann nicht abfallen, sondern dass wir standhaft bleiben, dass wir ausharren, dass wir dem widerstehen, Herr. Schenke uns dort, Herr, dass wir überwinden durch das Lammesblut und durch das Wort unseres Zeugnisses. Bewahre uns auch vor einem Samen, der unter die Dornen gesät ist. Dass nicht trügerischer Reichtum oder Jagen nach Karriere und nach Geld unser Herz beschleicht. Dass nicht die Sorge des Alltags uns erstickt, unseren Glauben erstickt, dass in unser Leben alles um unsere Sorgen dreht. Herr Jesus, bewahre uns davor. Schenke du uns ein Herz, das in dir bleibt und dass deine Worte, Herr Jesus, in uns bleiben, damit wir bitten können, um was wir wollen und es wird uns geschehen. Schenke uns diesen Glauben, Herr, dass unsere Herzen Glaubenswachstum erfahren, dass wir wirklich dieses fruchtbaren Herzensboden haben. Dass deine Worte uns wichtig sind, dass die Furcht des Herrn der Anfang unserer Erkenntnis ist und wir wirklich Respekt und Ehrfurcht vor dir haben. Danke, Vater, dass du dich offenbarst, immer wieder noch durch dein Wort. Und dass Glauben in unsere Herzen fallen durch dein Wort. Und dass wir im Glauben einfach die Verheißungen des Wortes erfüllen. So segne jeden Zuhörer mit einem fruchtbaren Herzensboden in dem wunderbaren Namen Jesus. Okay? Frucht. Wie kommt Frucht in unser Leben? Ja? Indem wir dem Heiligen Geist viel Raum geben in unserem Leben. Ja? Dieser ganze Korb, die Frucht des Heiligen Geistes, soll in unser Leben kommen. Ja? Und das ist, was der Heilige Geist uns schenkt. In der Verbindung mit Jesus ist der Heilige Geist da und erfüllt uns mit seiner Liebe. Die Liebe Gottes wird in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir an ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, fließt seine Freude in unser Herz. Ja, Zufriedenheit fließt in unser Herz. Ja, Ausgeglichenheit. Ja. Diese Freude und dieser Friede Gottes, der höher ist für alle Vernunft, regiert unsere Herzen. Und wenn dieser Friede Gottes nicht dein Herz regiert, überprüf deine Lebenssituation, ob du im Willen Gottes bist. Ja? Und das ist immer wichtig, dass wir dort Inventur halten. Ja? Wenn wir zu Gott kommen und in ihm bleiben, in Jesus bleiben, fließt seine Freundlichkeit in uns. Jesus war der freundlichste Mensch, der hier auf dieser Erde wandelte. Er hatte immer Gutes für den Menschen. Und da brauchen wir seine Freundlichkeit. Wir brauchen seine Güte und seine Barmherzigkeit. Ja? Barmherzigkeit ist besser als Opfer. Wenn wir zu ihm kommen, dann bekommen wir Barmherzigkeit. Wo wir vorher hartherzig waren, wo wir vorher gleichgültig waren, bekommen wir Barmherzigkeit für Menschen, die man gar nicht so vom Menschlichen her lieben kann. Dort hat Gott noch Liebe für uns. Er gibt uns Treue, dass wir treu sind in all diesen Dingen. Wir bleiben dran, wir harren aus. Wir sind Gott treu, auch im Gottesdienstbesuch, im Besuch zu Bibelstunden. Wir bleiben dran, wir lassen das nicht. Ja? Wir haben Besonnenheit. Ja? Besonnenheit hat damit zu tun, dass wir prüfen können, ob es Gottes Wille ist oder ob es unsere egoistische Natur ist, die wieder durchbrechen will. Unser Eigenwille, unser Stolz, unsere Selbstgerechtigkeit, habe ich mir doch selbst erwirkt. Oder ob ich weiß, ich lebe in der Abhängigkeit des Herrn.
Letzten Sonntag habe ich hier drüber gesprochen von den Seligpreisungen. Ja? Selig sind, die alles nur von Gott erwarten. Ja? Sie werden von Gott gesegnet werden. Selbstbeherrschung ist eine wichtige Frucht, ja, dass wir wirklich unser Fleisch besiegen. Unsere egoistische, sündige Natur, die immer die Sünde will. Marisa hat uns in der Einleitung davon vorgelesen, von diesem Fleisch, das im Kampf gegen den Heiligen Geist steht, der in uns wohnt. Wir müssen dem Geist Gottes die Herrschaft geben, damit wir unser Fleisch besiegen, auch den Feind besiegen, auch die Welt mit ihrer Lust besiegen. Es ist ein bewusstes Wandeln im Heiligen Geist, damit diese ganze Frucht in uns kommt. Ja? Wie es in Galater 5, 22 und 23 steht. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Ja? Liebe, Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und das soll in unser Herz fließen, das ist der fruchtbare Boden. Und diese Frucht fließt zu den Menschen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.